Yoga Padasana ist ein Asana, das etwas mysteriös ist. Garote in seinem Buch Encyclopedia of Traditional Asana erwähnt es, macht er dabei Beschreibungen, die nicht nachzuvollziehen sind. Im Grunde genommen sagt er, komme auf deine Knie, dann bringe eine Ferse und bringe sie auf die andere Seite des Bauches, beuge das andere Knie und verhake die Füße hintereinander. Eine weitere Variation ist, bringe einen Fuß unter die Achselhöhle, das macht Fabian gerade, dann bringe das andere Bein hinter dem Rücken und dann verhake die Füße hinter dem Rücken. Wenn du das kannst, dann schicke doch bitte ein Foto an sukadev@yoga-vidya.de. Fabian macht schon eine sehr fortgeschrittene Stellung und die kann man tatsächlich als Yoga Padasana bezeichnen. Hier macht man eine Asana mit einem Fuß, Pada, um die Nasendurchgänge zu öffnen. Ist ein Fuß unter einer Achselhöhle, dann hilft das, das gegenüberliegende Nasenloch zu öffnen. Und das wiederum spielt gerade im Swara-Yoga eine große Rolle, wo du versuchen willst, den Fluss durch die Nasendurchgänge und damit durch Ida und Pingala zu variieren und bewusst zu beeinflussen.